Zeugin Ruth Dilewski, Deutschland, Justizangestellte, 41 Jahre, 121. Verhandlungstag, 11.12.1964. Des Gerichts. Frau Dilewski, Sie heißen mit Vornamen? Ruth. Ruth Dilewski, Sie sind eine geborene? Fei. Fei mit EY. FEY. Sie wohnen in? Schleswig. Schleswig. Haben Sie einen Beruf? Justizangestellte. Justizangestellte. Sie sind wie alt? 41 Jahre. 41 Jahre alt. Sie sind die geschiedene Ehefrau des Angeklagten Dilewski. Ja. Nach Belehrung zur Aussage bereit. Frau Dilewski, Sie waren wann mit dem Angeklagten Klaus Dilewski verheiratet? Vom 5. Mai 1943 bis Januar 1953. Ja, das heißt also, Sie waren in der Zeit, wo er in Auschwitz war, ja, mit ihm verheiratet. Ja. Wie Sie ihn heirateten, war er schon in Auschwitz? Ja. Vom 5. Mai, sagten Sie, ja? Also am 5. Mai heirateten wir und ja, am 24.06.1942 verlobten wir uns. Ja. Da war er auch schon in Auschwitz. Wie, das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Am 24.06.1942. 42. Ich glaube, Sie haben sich versprochen und hatten 44 gesagt. Nein. Ja. Also 42 haben sich verlobt und geheiratet haben Sie 43. Am 5. Mai 1943. Am 5. Mai 1943. Und damals, als Sie heiraten, war er schon in Auschwitz. Ja. Und während der Verlobung war er auch in Auschwitz. Er ist gleich nach dem Frankreich-Feldzug nach Auschwitz gekommen. Ja. Also nun, Frau Dilewski, dann wollen Sie uns doch bitte einmal schildern. Wann haben Sie ihn denn kennengelernt? Das war im Februar. Ja, also bei uns im Hause, in unser Haus, in mein Elternhaus, ist er im Sommer 1939 gekommen. Ja. Und dann war er ein gern gesehener Gast bei uns zu Hause. Und wir beide haben uns dann so etwas näher kennengelernt seit Februar 1941. Februar 1941. Und wo war er denn damals? Er studierte am Ausbruch des Krieges, also 1939 in Danzig auf der Technischen Hochschule. Und als der Krieg ausbrach am 1. September 1939, soll ich den Tag mal ungefähr schildern, da war ja seit morgen um 5.45 Uhr schoss ja die Schleswig-Holstein, also für uns in Danzig merkten wir nun alle direkt aus der Nähe, dass der Krieg ausgebrochen war. Und da kamen durchs Radio pausenlose Aufrufe, dass sich alles, was also für die Heimat eintreten möchte, oder wie sie sich da damals fassten, in der Husarenkaserne in Langfuhr melden möchte. Wir hatten damals in Danzig die Heimwehr Danzig. Die war wohl, aber das weiß ich erst aus Dokumenten, die ich gesehen habe, im Sommer 1939 schon eingerichtet. Und diese Kenntnisse stammen bei mir eigentlich hauptsächlich von der Parallelklasse. Die Jungs, die damals vom Abitur stammen, die gingen alle ziemlich geschlossen und meldeten sich bei der Heimwehr, um eben Danzig, ihre Heimat, zu verteidigen oder jedenfalls was dafür zu tun. Nach dem Polenfeldzug wurden diese Schüler bzw. die Studenten, die auch da in Scharen hingingen, zum Studium bzw. zum Nachholen ihres Abiturs vorerst wieder freigestellt. Ja. Dann war also mein geschiedener Mann wieder auf der Technischen Hochschule und ist dann zum Frankreich-Feldzug wieder dabei gewesen. Ich kann Ihnen nun nicht ganz genau sagen, wann er da wieder eingezogen wurde. Die Heimwehr wurde ja nach dem Polenfeldzug dann, ich meine, automatisch in die SS übernommen. Ja. Er machte dann den Frankreich-Feldzug mit, bis runter zur
den letzten Brief von ihm bekam ich aus Bordeaux bis runter zur Biskaya. Und dieser Brief, der war besonders, er freute sich besonders, weil ihm damals in Aussicht gestellt wurde, dass er nun gleich anschließend zur Fortsetzung seines Studiums wieder nach Danzig beurlaubt würde. Und zwar sollte das in Breslau geschehen. In Breslau war ein Entlassungslager. Ich weiß das alles so genau, weil das für uns ja auch eine freudige Nachricht damals gewesen ist. Und er schrieb an seine Eltern in Oberschlesien, sie mögen ihm doch die Zivilkleider nach Breslau schicken. Das klappte auch alles. Und aus Breslau bekamen wir dann nochmal Post in Danzig. Wann war denn das ungefähr? Gleich im Anschluss an den Frankreich-Feldzug. Also das ist dann Juni 1940 gewesen. Ne? Und jedenfalls, das sollte nun vonstatten gehen, dass er nun jeden Tag käme. Wir warteten auch dann jeden Tag auf ihn. Aber es kam dann nach ganz kurzer Zeit ein Brief von ihm, der mir schon äußerlich, also ich schon sah, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Aus dem Felde hatte ich, waren die Briefumschläge eigentlich immer neutral gewesen. Und dieser Umschlag hatte ein überdimensionales SS-Zeichen von außen schon. Und als ich ihn dann aufmachte, dann wussten wir ja auch, was geschehen war. Er war in Breslau, also nun fest darauf eingestellt, dass er entlassen wurde. Und da ist ein telefonischer Anruf aus Auschwitz gekommen. Das Lager ist wohl 1940 da überhaupt erst entstanden. Und sie brauchten ja wohl noch Kräfte. Und weil er nun als Oberschlesier perfekt Polnisch konnte, nehme ich an, dass er wohl da an erster Linie gestanden hatte unter denjenigen, die dafür in Frage kamen. Sodass er dann weder nicht mehr von Breslau nun, wie er es gedacht hatte, zum Studium nach Danzig zurück konnte, sondern in Auschwitz landete. Und dieser erste Brief war schon aus Auschwitz. Er hatte gar keine Zeit wohl mehr in Breslau, uns Nachricht zu geben. Und der Brief war ganz schrecklich. Deprimierend kann man schon beinahe gar nicht mehr sagen. Er war so verbittert und so voll, das kann man ja verstehen, wenn man nun dachte, man könnte weiter studieren und man saß nun mit einem Mal an solch einem Ort, wie Auschwitz war. Meine Mutter, die machte sich damals besondere Sorgen darüber, denn sie sagte, dass der Brief ja unter Umständen hätte durch eine Kontrolle gehen können und dass man wegen unbedachter Äußerungen damals eben mit einigem rechnen musste, das war uns ja auch bekannt. Ich habe mir jeden Brief erst darauf geachtet, ob er denn auch irgendwie durch die Zensur gegangen ist. Man hätte das ja wohl äußerlich feststellen können. Dass er an diesem Tag wusste, was Auschwitz war, das glaube ich nicht. Die Bitterkeit kam wohl erst mal nur daraus, dass er nun wieder seine ganzen Pläne über den Haufen geworfen sah und dass nun und dann vor allen Dingen die wenig erfreuliche Sachen, die ihn da so erwarteten, ob er da schon richtig Einblick in das bekommen hat, was ihm da bevorstand. Das war zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht der Fall. Ja, nun hat er auch geschrieben, wozu er da eingeteilt worden war in Auschwitz. Hundertprozentig kann ich es nicht mehr sagen, ob das später war oder ob das schon da gewesen ist. Er ist hingekommen wegen seiner polnischen Kenntnisse und weil wohl als Dolmetscher. Nein, meine Frage geht in einer anderen Richtung. Wissen Sie, ob er damals schon etwas zu tun gehabt hat mit der Bewachung und mit der Organisation des Lagers oder ob er damals noch bei der Wachtruppe gewesen ist? Oder haben Sie? Ich meine, dass ich von Anfang an die politische Abteilung geschrieben habe. So meinen Sie. In der Adresse. Ja. Da war er nun in Auschwitz und ist er auch dann einmal doch beurlaubt gewesen oder nach Hause gekommen oder wie? Also als wir uns verlobten am 24.06.1942, das Datum ist mir so besonders in Erinnerung wegen des Rhythmuses der Zahlen, ne? Quersumme 6 umgedreht, 42, da war er in Studienurlaub in Danzig. Ich meine aber, dass er vorher 1941 einen verhältnismäßig langen Studienurlaub hatte, also genauso wie 1944, der sich über 4 Monate erstreckte.
Man war damals mit Studienurlaub doch verhältnismäßig großzügig. Das ist mir noch aufgefallen. Vielleicht mussten Sie auch ein gewisses... Also Sie sagten, 41 glaubten Sie, hätte einen größeren Studienurlaub im gehabt. Im Sommer 41. Mhm. Denn wir lernten uns ja im Februar 41 kennen und bald danach ist er längere Zeit in Danzig gewesen. Ja, Sie kannten ihn doch schon 40. Naja, wir kannten... Aber näher, dass Sie näher zusammengekommen sind. Das war im Februar 1941. Seit dem Zeitpunkt hatte ich so mehr Anteil an seinem Ganzen. Ja, und wieso lernten Sie ihn damals näher kennen? War er damals zu Hause? Nein, das war die Studentenburschenschaft Ferdinand Schulz, der im Flugzeugbau studierte, der angehörte. Die hatten ein Fest arrangiert in Danzig in den vier Jahreszeiten und wollten, damals waren ja so sehr viele von den Studenten im Kriege oder eingezogen. Und da hatten sie mehrere zusammenbekommen und wollten ein kleines Fest dort arrangieren. Ja. Und das fand dann auch statt. Und auf diesem Fest, denn wir kannten uns ja von Hause aus und mein Mann war eigentlich immer ein Einzelgänger gewesen. Ja. Nun, war er denn damals für dieses Fest beurlaubt oder hat er überhaupt Studienurlaub? Ganz kurz, nein. Nein, er hat keinen Studienurlaub. Februar 1941 ist er ganz kurz nur da gewesen. Ja, aber Sie sagten doch jetzt gerade vorhin, Sie könnten sich erinnern, als ob er 41 einen längeren Studienurlaub hat. Ja, danach. Also danach. Das muss dann im Sommer 41. Nach diesem Fest Februar ist er zurückgefahren. Ist er zurückgefahren. Aber folgte dem ein längerer Studienurlaub. Und zwar muss das der Sommer gewesen sein. Der Sommer gewesen sein. Ja. Mhm. Und dann ist er wieder nach Auschwitz. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Und Sie konnten sich noch genau entsinnen auf das Datum Ihrer Verlobung. Ja, das genau. War am? Am 24.06.42. Am 24.06.42. Und wo war er da? Da ist er in Danzig gewesen. Und da hatte er auch Studienurlaub, während wir verlobten uns in diesem Urlaub. Aha. Also im Sommer 42 hatte er auch Studienurlaub. Ja. Es kann möglich sein, ich möchte die Einschränkung machen, dass es Sommer 42 keine vier Monate gewesen sind. Das 41. Sie meinen, es wäre kürzer gewesen. Aber ich weiß zum Beispiel, wie es nachher 44 kommt, dass man den Urlaub manchmal beantragen musste, dass er verlängert wurde. Ja. Das hat er jedenfalls 44. Nun, jetzt sind wir also nächstes Mal 42. Im Juni 42 sagten Sie, im Sommer hatte er Studienurlaub und bei dieser Gelegenheit haben Sie sich verlobt. Ja. Und wann musste er dann wieder weg? Das kann ich Ihnen genau nicht sagen. Das wissen Sie nicht genau. Aber im Winter war er im Winter noch in Danzig? Zwei Monate waren es bestimmt. Aber im Winter war er wohl nicht mehr da? Nein. Im Winter 42? Ja. Nein. 42 auf 43? Nein, da besinne ich mich nicht. Da besinnen Sie sich nicht drauf. Und dann kam das Jahr 43. Ja. Da heirateten wir am 5. Mai. Am 5. Mai. Und wo war er denn da? Da kam er... Zwei Tage, ich möchte die Einschränkung machen, dass es vielleicht auch einen Tag vorher gewesen sein kann. Aber ich glaube, zwei Tage vorher kam er. Also das wäre dann der 3. Mai gewesen. Mm. 1943 kam er nach Danzig. Wir heirateten am 5. War er da längere Zeit vorher nicht zu Hause gewesen oder nicht bei Ihnen gewesen? Er hat auch in Danzig studiert, oder? Also seit dem Sommer 1942 im Winter über glaube ich nicht. Nicht. Und ich bin mal in Oberschlesien gewesen bei seinen Eltern und wir haben uns dort getroffen. Ja. Nein, ich meine jetzt nur wegen der Studienurlaube. Nein. Welcher Hochschule hat er denn studiert? An der Technischen Hochschule in Danzig. In Danzig? Ja. Ja. Also wenn er dort studiert hat, hat er Sie ja ganz automatisch auch in Danzig besucht, denn Sie waren ja doch in Danzig, nicht? Und das, nun wissen Sie ja noch genau, Ihre Hochzeit vom Mai 43. Ja. War er da längere Zeit nicht vorher da? Den Winter über nicht. Den Winter über nicht, ja. Nun haben Sie dann geheiratet im Mai 43 und da hat er sicher nur ein paar Tage Heiratsurlaub gehabt. Da waren wir dann vielleicht knapp eine Woche in Zoppert im Hotel Reichsadler und sind dann anschließend nach Oberschlesien gefahren. Zu den Eltern. Da fuhr ich mit ihm mit
Und den 11. Mai, das war sein Geburtstag, da sind wir schon in Oberschlesien gewesen. Ja. Und da muss auch zu diesem Zeitpunkt sein Urlaub abgelaufen sein. Ja. Ich glaube, er hatte vielleicht eine Woche oder gut eine Woche. Naja, also wie das damals so üblich war. Ja. Und dann musste er wieder zurück nach Auschwitz. Ja, nun war ich ja dort in der Nähe. Ich wohnte in Nikolai und er war in Auschwitz. Und von Auschwitz nach Nikolai war eine Busverbindung. Und von dem Zeitpunkt an kam er jedes Wochenende. Es kann mal sein, dass er vielleicht irgendwie verhindert war. Aber ich möchte fast sagen, jedes Wochenende von Sonnabendmittag bis Montag früh. Ja. Nach Nikolai. Ja. Und fuhr am Montag früh wieder weg. Hatten Sie dort eine Wohnung in Nikolai? Ja. Ja. Eine kleine Wohnung bei einer alten Dame. Eine so kleine Wohnung, naja, also so Notlösung. Und nun ist das gewesen 1943. Ja. Und wie lange wohnten Sie in Nikolai? Bis meine Tochter ist am 13. Juni 1944 geboren, also ich bin ungefähr 6 Wochen vorher aus Oberschlesien nach Danzig gegangen. Meine Mutter bestand darauf, weil das nicht alles so ganz in Ordnung war, dass ich die letzte Zeit in Danzig blieb. Das muss also Anfang Mai gewesen sein? Als meine Tochter unterwegs war, da meldete ich mich beim Arbeitsamt. Wir mussten damals ja noch alle arbeiten. Und da sagten die, ja, bis zum 7. Monat, glaube ich, müssen sie arbeiten. Es handelte sich dann noch so um ein halbes Jahr. Und da vermittelten sie mich in das Eisenwerk in Nikolai als Telefonistin. Ich sage, machen Sie mit mir, was Sie wollen, irgendwo, welche arbeiten können. Und dann, ich meine, das war bis zum 7. Monat. Also dann hinterher bin ich gleich nach Danzig gefahren. Nach Danzig zu meiner Mutter. Ja. Um die letzte Zeit dort zu verbringen. Wir kannten den Professor dort der Klinik und meine Mutter wollte, dass ich dort in Danzig. Ja. Das muss also im Mai gewesen sein, wo Sie dort hingehen. Das muss Anfang Mai gewesen sein. Anfang Mai, jawohl. 1944 gingen Sie nach Danzig. Haben Sie da Ihre Wohnung aufgegeben in Nikolai? Nein, aufgegeben nicht. Ich kam bloß nachher durch die Kriegsereignisse nicht wieder mehr zurück. Hin, ja. Sie wollten ursprünglich wieder zurückkommen? Ich wollte wieder zurück. Ja. Sind Sie nach Danzig gegangen und da war Ihr Mann wo? In Auschwitz. In Auschwitz. Ja. Und wann kam er denn dann von Auschwitz weg? Dann kam der zweite lange Studienurlaub, genau wie 1941. Ja. Und zwar war das 2 Monate, bevor Dörte geboren wurde, also Juni, Mai, also Ende April, wollen wir sagen, so ungefähr um den Dreh, Anfang Mai. Und dann ist er... Na, das stimmt aber jetzt nicht zusammen mit dem, was Sie mir eben gesagt haben. Sie haben gesagt, ungefähr 6 Wochen vor der Geburt des Kindes sind Sie nach Danzig gegangen. Das war Anfang Mai. Ja. Da habe ich gesagt, war damals Ihr Mann noch in Auschwitz? Da sagten Sie, ja. Wir fuhren nicht gemeinsam nach Danzig. Er muss aber sofort nachgekommen sein. Damals lief schon sein Studienurlaub. Der Antrag. Ja. Und ich fuhr vorweg und es kann sich dann nur um Tage gehandelt haben, dann ist er nachgekommen. Wo war er denn bei der Geburt des Kindes? Bei uns in Danzig. Wir in wohnten Danzig. Bei meinen Eltern. Ja. Ja. Also Sie meinen, er hätte diesen Studienurlaub Mitte oder Ende Mai bekommen, nachdem Sie bereits in Danzig gewesen sind? Ich war bereits dort. Sie waren bereits dort. Er kam ein paar Tage später nach. Der Studienurlaub erstreckte sich dann bis Ende Juli, Anfang August. Genauen Tag kann ich nicht sagen. Ich weiß aber, dass am 20. Juli 1944 er da gewesen ist. Und am 22. Juli 1944 hatte meine Mutter Geburtstag, da ist er auch da gewesen. Und Ende Juli war auch noch mal ein besonderes Ereignis bei uns in der Familie und da ist er auch noch da gewesen. Aber dann muss er gleich hinterher abgefahren sein. Den 20. Juli, da war ich im Kino, da holte er mich vom Kino ab und berichtete mir über dieses Attentat. Ja. Aber Ende Juli meinen Sie, sei er wieder nach Ende Juli, Anfang August, in den ersten Tagen des August. Also da und wo ist er da hingegangen?
Ja, wieder nach Auschwitz. Moment, da muss ich nun die Einschränkung machen. Ja. In diesem Urlaub damals fiel die, die freudige Sache für ihn, dass seine Bemühungen zum Erfolg geführt hatten, dass er von Auschwitz wegkam. Er ist, als er hier aus Danzig wegfuhr, also Ende Juli, Anfang August, nur noch nach Auschwitz gefahren, um seine Sachen zu holen. Mhm. Und den ersten Brief bekam ich danach schon aus Hersbruck bei Nürnberg. In diesem Studienurlaub, also bemüht, von Auschwitz wegzukommen, hat er sich, so ist es wirklich wahr, vom ersten Tag an, von den ersten Wochen an, die er in Auschwitz gewesen ist. Und immer wieder schlug das fehl. Und dann, als er in diesem Studienurlaub war, er hatte sich mit Oranienburg auch in Verbindung gesetzt. Und am 11. Juni 1944 kam zu uns nach Danzig, wir wohnten ja bei meinen Eltern, ein Telegramm aus Oranienburg. Und in diesem Telegramm stand drin, dass er am 12. Juni... Juli. Nein, Juni. Juni. ...nach Elbing kommen möchte. Da war irgendein höherer SS-Offizier, mit dem er sich dort treffen sollte. Und zwar auf seine Bestrebungen oder seine Bewerbungen oder was, von Auschwitz wegzukommen. Und am 12. Juni ist er dann auch morgens nach Elbing gefahren. Und wir hatten dann abgemacht, ich besuchte den Tag eine Schulfreundin von mir, dass er mich dort anriefe, wenn er wieder zurückkommt, weil das für uns hier alles ein besonders bewegendes Ereignis gewesen ist, ob das nun klappte oder nicht. Und wir hatten meinen Eltern nichts gesagt vorher. Und er rief mich dann auch an. Ich kam dann sofort nach Hause und nun hatte er die freudige Nachricht, dass er aus Auschwitz wegkäme, und zwar nach Hersbruck bei Nürnberg. Ich meine, da sollte ein unterirdisches Rüstungswerk sein und er sollte da als Ingenieur eingesetzt worden. Das freute ihn natürlich ganz besonders, weil das ja in sein Studium hereinpasste. Ja. Ne? Ich weiß das so genau, die Daten, weil am nächsten Tag unsere Tochter geboren wurde. Was wurde am nächsten Tag? Am nächsten Tag wurde unsere Tochter geboren, am 13. Juni 1944. So. Also diese Fahrt nach Elbing ist einen Tag davor gewesen. Und Sie sagen, dass nach Beendigung dieses Urlaubs, Sie meinen, das müsste also gewesen sein im Mai oder im Juli oder August? Juli. Dass er da Ende Juli noch einmal nach Auschwitz gefahren sei, um seine Sachen zu holen und dann gleich nach Hersbruck. Hersbruck bei Nürnberg, ja. Das war 1944. Dann ist er wieder in Urlaub gekommen, Weihnachten 1944. Und was damals, war Weihnachten 1944? Ja, da war er in Danzig bis in den Januar rein. Und Anfang Januar, also ich weiß genau, er fuhr weg und wir sprachen schon über die Möglichkeit, was denn werden würde, wenn die Russen eben nun noch weiter kämen nach Ostpreußen, nach Danzig rein. Und da sagte er, dass er ein Zimmerchen für mich hätte in Hersbruck bei Nürnberg. Ich sollte, wenn irgendetwas, also die Front irgendwie näher käme, sollte ich zusehen, dass ich auf alle Fälle nach Hersbruck käme. Ja. Also aus Danzig raus. Ja. Und er war kaum weg. Zwei oder drei Tage später war der Russeneinfall in Ostpreußen. Das ist Januar 1945 gewesen. Ne? Das heißt, sie wurden dann ja noch mal wieder zurück. Ja, also die Russen waren ja da schon früher in Ostpreußen. Der entscheidende Vorstoß muss gleich nach diesem Weihnachten, also gleich nach Neujahr 44, 45 gewesen sein. Die waren doch schon 44 in Ostpreußen. Dann sind sie noch mal rausgeschlagen aus... 44 waren die Russen schon. Herr Steinacker, wenn es Ihnen auch noch so unbegreiflich erscheint, es war aber so. Ja, wir auch. Ja.
Also jedenfalls mag es sein, dass er, aber dieses Eintreffen in dieser Vorstoß nach Ostpreußen war 1945 doch schon so entscheidend, dass man Sorge haben musste. Und dann wurden sie aber wieder zurückgeschlagen. Ich weiß es nämlich aus dem Grunde, dass damals ja die grauenvollen Nachrichten kamen von den Gebieten, wie man sie wieder vorgefunden hat, als die Russen wieder aus Ostpreußen rausgeschlagen wurden. Und da bekam meine Mutter dann Angst auch und sagte, ihr müsst unbedingt sehen, dass ihr hier aus Danzig rauskommt. Bloß da war dann nachher nicht mehr dran zu denken. Der Landweg über Stettin, der war schon abgeschnitten. Man kam mit den Zügen über Stettin gar nicht mehr drüber hinaus. Und ich bin dann über See mit der Deutschland damals nach Kiel gekommen. Mein Ziel war ja nur nach Hersbruck. Ich wusste ja, dass da ein Zimmer war und dass wir da eine Aufnahme fanden. Aber dann wurde meine Tochter so schwer krank unterwegs. Und dann bin ich in Schleswig-Holstein geblieben. Ja. Nachher war ja gar kein Weiterkommen mehr. Die Russen waren ja überall in Thüringen. Und Sie machten vorhin eine Bemerkung, dass Ihr Mann es versucht hätte, zur Truppe zu kommen und aus Auschwitz versetzt zu werden. Also auf alle Fälle aus Auschwitz raus, denn er hatte ja den ganzen Frankreich-Feldzug mitgemacht, ja. Vom ersten bis zum letzten Tag. Ja. Und es muss ja für ihn nun schrecklich gewesen sein, der nun davon aus diesem Feldzug heraus nur nach Auschwitz kam. Und wir merkten nun auch, meine Schwiegermutter, meine Mutter und auch ich, dass mit ihm eben seelisch auch eine enorme Veränderung vorgegangen war. Ja. Denn seine Unbeschwertheit und so sein Humor, der war vorbei. Ja. Wissen Sie, dass er auch einmal nach Hamburg versetzt worden ist? Nach Hamburg. H-A-P-P-U-R-G. Ich kenne. Hamburg? Nein. Nein, das wissen Sie nicht. Ist nun das bei Hersbruck? Ich weiß es nicht. Hersbruck, ja. Hersbruck weiß ich, Hersbruck aber Hamburg, Hamburg wissen Sie nicht. Nun sagen Sie bitte, Frau Dilewski, wann hat er denn zum ersten Mal sich darum bemüht, aus Auschwitz versetzt zu werden? Ja, also in seinem ersten Brief damals, den er schrieb, so voll Bitternis, da äußerte er schon, dass also das Bleiben für ihn da unerträglich werden wird. Er hielt bei der SS einmal ist er ja in die SS durch die Heimwehr gekommen und geschimpft auf die SS hat er eigentlich schon immer vorher. Er hielt wohl was von den unteren Dienstgraden, aber je höher das hinaufging, desto mehr schimpfte er eigentlich darauf, dass es unerträglich sei. Ja, und wissen Sie nun etwas Positives, dass er etwas unternommen hat, um wegzukommen von Auschwitz? Erzählt hat er es laufend. Laufend. Dass er schriftliche Eingaben gemacht hat. Ich weiß nicht, was das für eine Dienststelle in Oranienburg gewesen ist, aber jedenfalls der Name Oranienburg ist mir bekannt. Daher kam ja auch das Telegramm. Ja. Laufend hat er gesagt, dass er sich bemüht, unbedingt rauszukommen, denn wir sahen es ja auch an seinem Gesundheitszustand, dass er da vor die Hunde ging. Er bekam, ja, ich kenne mich, es waren 8 Nervenverklemmungen, die er bekam ja nachts diese Anfälle. Ja. Das musste ja irgendeinen Grund haben. Er war ja vorher ein gesunder Mensch. Und wie haben sich diese Anfälle gezeigt? Indem er, wenn er liegt, also vollkommen unbeweglich wird, wenn da nicht jemand ist, der ihn hochreißt, dass er in eine senkrechte Haltung kommt, dann kann man wohl mit allem rechnen. Die hat er ja bis heute noch. Hm.
Was hat er denn von Auschwitz erzählt, was er dort für eine Beschäftigung gehabt hat? Ja, also in der politischen Abteilung, das, ja, was er das zu tun weiß hat? Ich. Das, nein, er hat mich eigentlich mit diesen ganzen Sachen in Auschwitz überhaupt nicht belastet. Es ist nur das eine einzige Mal gewesen, als ich damals eben diese 7 Monate noch arbeiten musste, als ich in Nikolai war. Da sagte ich zu ihm, wenn ich schon arbeiten muss, kann ich es doch ganz genauso bei dir tun. Dann könnten wir ja die Zeit noch zusammen sein, denn ehe man mich hier irgendwo ich war damals in der Ausbildung als technische Zeichnerin, hatte die ja abgebrochen, ehe man mich hier irgendwo reinsteckt, kann ich ja auch bei dir bleiben. Damit wird das Arbeitsamt ja verständlich sein. Und da ist er also mir erstmal unverständlich hart geworden und hat gesagt, es käme überhaupt nicht in Frage, dass ich dahin käme, denn das genügte vollkommen, wenn er sich da kaputt machte. Und weil er so furchtbar böse wurde darüber, mochte ich damals auch gar nichts fragen. Hätte auch gar keinen Sinn gehabt, er hätte sowieso sich nicht ausgesprochen. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts? Keine Fragen mehr. Ich will einen Vorhalt noch zu machen. Der Angeklagte Dulewski hat angegeben, dass er einen Studienurlaub vom 1.12.42 bis zum 31.03.43 gehabt hätte. Sie sagten vorhin, dass nach Ihrer Meinung im Winter 42 auf 43 er nicht in Studienurlaub gewesen sei. Wollen Sie das noch mal überprüfen? Kann ich mich nicht besinnen. Er ist ja im Sommer 1942 in Danzig gewesen. Ja, Sie sagten, im Sommer 42 hätte er Studienurlaub gehabt. Das wiederum hat er nicht angegeben. Sondern er hat gesagt, erst am 1.12.42. Also Sie wissen das nicht mehr genau. Ja, sagt Winder, wüsste sie nicht. Winder hat sie ganz genau gesagt, wer zu Hause ist. Ich glaube. Also am 26. Juni, als wir uns verlobten, hatte er Urlaub. Urlaub, aber kein Studienurlaub. Es kann natürlich sein, dass ich da dem Irrtum unterlaufen bin, dass er damals nur in Urlaub gewesen ist und dass der Studienurlaub später gewesen ist. Also, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich habe Sie vorhin verschiedentlich gefragt und da haben Sie gesagt, im Winter 42 auf 43 hat er keinen Studienurlaub gehabt. Ja, ja. So hatten Sie es vorhin dargestellt. Und dann haben Sie sich bestimmt besonnen auf den Mai, weil Sie Anfang Mai 44. Das ist die Besinnung ist ganz genau. Ja. Und auch 1941. Ja, und 41 wussten Sie auch. Und dann haben Sie gesagt 42 im Sommer auch, nicht? Hätte auch Urlaub gehabt. Ich meine, dass unsere Verlobung damals in einen Studienurlaub gefallen ist. Ja, in einen kurzen Studienurlaub. Sie sagten, es sei nicht mehr so lang gewesen wie... Die beiden großen Studienurlaube, die waren 1941 und dann 1944. Ich glaube, 1944, da war eine Verlängerung nötig. Ja. Also ohne weiteres 4 Monate bekam er nicht. Hm. Und dann ist das nochmal verlängert worden. Weil er damals kurz vorm Diplomstab waren sie wohl etwas großzügiger. Aber dass er im Winter 42 in Studienurlaub gewesen ist, ich muss sagen, darauf besinne ich mich nicht mehr, aber ich... Ja. Von Seiten der Staatsanwaltschaft noch? Herr Rechtsanwalt Ormond. Eine Frage. Haben Sie etwa aus früherer Zeit noch ein Album mit Aufnahmen und Zeitangaben über jene Zeit? Nein. Nicht mehr? Wir waren froh, wenn wir unsere paar Sachen aus Danzig mitbekamen. Solche Sachen habe ich gar nicht gedacht. Ja. Dann, Frau Zeugin, wann hat denn Ihr Mann Ihnen erstmals von seiner Tätigkeit in Auschwitz erzählt, wenn nicht während des Krieges? Wie meinen Sie, dass er... Was er in Auschwitz getan hat, was sich in Auschwitz begeben hat? Darüber hat er überhaupt nicht gesprochen, was er... Es wäre ja vielleicht auch, ist ja auch doch verständlich, dass er einen nicht damit belasten wollte. Denn man weiß ja heute, was das für eine Hölle dort gewesen ist. Hat Ihre Scheidung nichts mit dieser Vergangenheit zu Nein, tun? Nein, gar Sie. Nichts. Keine Frage mehr von Seiten des Herrn Rechtsanwalt Dr. Laternser. Keine Frage. Steinacker auch nicht. Ja.
Bitte schön. Herr Vorsitzender, ich kann mich an den Studienurlaub, der dazwischen lag, 42, auch nicht genau erinnern. Ich habe die Angaben über den Studienurlaub vom 1. Dezember 42 bis 31.03.43 irgendwie aus den Akten entnommen gehabt. Das ist nicht meine eigene Erinnerung. Ja. Ich weiß nur, dass ich mehr als zweimal beurlaubt war, dass ich mit Sicherheit 41 beurlaubt war und mit Sicherheit 44. Es kann also durchaus sein, dass ich im Sommer 42 beurlaubt war und nicht im Winter 42, 43. Gut. Von Seiten der übrigen Verteidiger keine Fragen mehr zu stellen. Die Angeklagten wollen keine Erklärung abgeben, keine Frage stellen. Bitte schön. Ja. Habburg und Hersbruck liegen nebeneinander. In Hersbruck war er tätig und Habburg ist das Werk, aha, an dem er gearbeitet hat. Ja. Werden bezüglich der Beeidigung der Zeugen Anträge gestellt? Ich beantrage von der Vereidigung gemäß § 61 Ziffer 2 der Strafprozessordnung abzusehen, dass die Zeugin die geschiedene Ehefrau des Angeklagten Dilewski ist. Ja. Von Seiten der Nebenklage? Schließe mich dem Anwalt an. Von Seiten der Verteidigung? Sie stellen anheim. Ja, bitteschön. Ihre Tochter ist jetzt 20 Jahre alt. Ja. Ist sie schon im Beruf? Sie ist noch in der Ausbildung. Wie lange noch? Bis Herbst 1900. Jetzt, also im nächsten Herbst ist sie fertig. Ist also noch finanziell abhängig von ihrem Vater? Nein, ich arbeite bei der Justiz. Nein, ich meine die Tochter. Nein. Unterhaltsmäßig. Also wir teilen uns die Ausbildungskosten. Ja, also ist sie noch finanziell abhängig die von... Die Hälfte, ja. Ja. Aber wenn er das nicht mehr könnte, könnte ich es alleine bezahlen. Ja, danke schön. Frau Zeugin, können Sie sich an ein Gespräch erinnern, das Ihr geschiedener Ehemann mit Ihrer Mutter geführt hat? Ja. Und ging es um einen Häftling, ja, aus Auschwitz? Also, als wir in Nikolai wohnten, sind wir ja nach Lasitz des Öfteren zu meinen Schwiegereltern gegangen. Und an einem Tag, als wir meine Schwiegereltern dort besuchten, war meine Schwiegermutter in der Küche und mit meinem geschiedenen Mann zusammen. Und ich kam überraschend rein und da bekam ich das Gespräch zwischen den beiden mit. Und es hatte meine Schwiegermutter zu meinem geschiedenen Mann gesagt, dass aus diesem Ort in Lasitz ein, ich glaube, er war Friseur, jedenfalls ein Einwohner des Ortes wegen unbedachter Äußerungen festgenommen worden war und dass der nach Auschwitz gekommen war. Das war da in diesem kleinen Dorf eben Stadtgespräch. Und da sagte meine Schwiegermutter zu meinem geschiedenen Mann, ob er nicht mal sich darum kümmern könnte, was der, das sei solch ein ordentlicher Mann und das täte ihr eigentlich leid. Der hätte da bloß so unbedachte Äußerungen gemacht, denn ansonsten sei er sehr ordentlich. Und da sagte mein Mann damals, weißt du, Mutter, ich möchte dich überhaupt bitten, wenn du mal irgendwie etwas hörst von Leuten, die hingekommen sind, nenn mir die Namen, sag mir Bescheid, wenn ich irgendwas machen kann, tue ich es. Und ich machte mir ja damals Gedanken und fragte ihn dann, ob das ja nicht irgendwie für ihn selber gefährlich sei, dass er da nun was täte. Er äußerte sich dazu nicht und machte nur so eine Geste, dass man da sagen sollte, oh Gott, was ist nicht alles gefährlich und wenn man kann, tut man es doch. Das entnahm ich jedenfalls seinen Äußerungen. Und einige Zeit später, als wir dann wieder mit meiner Schwiegermutter zusammen gewesen sind, da sagte er so ganz beiläufig, weiß ich noch, und da fiel mir wieder dieses Gespräch in der Küche ein. Da sagte er übrigens hier, der Herr so und so, der ist bei uns auch Friseur. Der schneidet mir immer sehr schön die Haare, dem geht das gut. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass, soweit es in seiner Macht stand, dass er da hat geholfen, wo er nur helfen konnte. Ich kann mir das andere alles überhaupt nicht erklären. Wir werden über die Beeidigung der Zeugen beschließen und gleichzeitig...